News on Tour heute auf der IMA 2012. Neue Messe-Highlights. Wir sind heute am Balli-Wohlstand. Neben mir der Herr Brennecke. Ja. Dank. Was haben wir denn heute hier an Neuigkeiten am Balli-Wohlstand? Im Prinzip haben wir bei dem Wandgerät ja schon immer die Möglichkeit geboten, einen Dispenser einzubauen. Aber dieser Dispenser ist jetzt die neue Generation. Das wird jetzt Dispenser ist jetzt für die Leute, die es nicht wissen. Ja, das ist ein Geldscheinprüfer, der nicht nur Scheine annimmt, sondern auch Scheine auszahlen kann. Und dieses Modell wird jetzt unser Standard-Geldscheinprüfer mit Auszahlung sein. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Euro gewonnen habe, dann kommt nicht nur Kleingeld raus, sondern kommen auch unter Umständen 50-Euro-Schein, 20-Euro-Schein, der Rest dann an Kleingeld. Also 10 und 20 können wir auszahlen und wird von der großen Summe erstmal mit großen Scheinen ausgezahlt, solange wie es geht, und der Rest dann in Kleingeld. Das ist eine Neuheit oder eine Weltneuheit jetzt? Nein, das ist es eigentlich nicht. Also andere Mitbewerber haben natürlich auch schon Geldscheinakzeptoren, die auch auszahlen können. Aber auch keine Scheine, ne? Auch Scheine auszahlen können, ja, das gibt es schon länger. Und wie gesagt, wir konnten es ja vorher auch, aber es gab verschiedene Modelle und wir haben uns jetzt auf dieses Modell geeinigt, dass das unser Standard ist. Die beiden anderen, die auf dem Markt verfügbar sind, können wir zwar auch einbauen, aber wenn man Geräte bei uns kauft, mit Dispenser wäre der. Kann man denn die alten Geräte umrüsten auf die neuen Dispenser oder muss man jetzt das flammneue Gerät das kaufen? Naja, ja und nein, muss man sagen. Also gehäusemäßig kann man auch in die älteren Gehäuse das einbauen. Aber abhängig ist es davon, ob das Spielpaket, was man bei der PTB zugelassen hat, den Dispenser vorsieht oder nicht. Also alte Spielpakete kennen ihn noch nicht, neue Spielpakete können das dann. Kann man den mal kurz ausbauen, mal gucken, wie der innen drin aussieht? Ja, gut, wir haben erstmal die Variante, dass man reingucken kann, wo die Scheine sind. Das heißt, wenn ich hier die Klappe aufmache, dann sehe ich die beiden Fächer, wo die 10- und 20-Euro-Scheine abgelegt werden. Die wieder. Schade, ist jetzt nichts drin, ne? Ja. Und zum anderen haben wir hier unten die Kasse, wo also dann die anderen Scheine drin landen, beziehungsweise wenn die anderen oben voll sind, dann würde dann also auch das Geld der 10 und der 20 hier reinfallen, wobei da oben maximal jeweils 100 Scheine reinpassen. Hier sieht man schon, wird das Geld auch gebügelt. Hier, ne? Genau, wird das gebügelt, genau. Wunderbar. So, und wenn man jetzt, sagen wir mal, abends vielleicht in der Gastronomie Angst vor Einbrüchen hat, kann man natürlich auch die Kasseneinheit rausziehen. Und das Gleiche gilt auch für die Dispensereinheit. Auch die könnte ich rausziehen und dann irgendwo anders verstecken, damit eben beim Einbruch hier nicht alles verloren geht. Unter welchen Schlagworten würde man das jetzt platzieren, wenn man jetzt danach suchen würde? Zum Beispiel, das Video kommt ans Internet rein. Mhm. Und wenn ich jetzt, wie heißt das Modell? Also Dispenser ist eigentlich das Schlagwort dafür. Und Balli-Wulff sind eben die Wandgeräte, wobei wir also nicht nur im Wandgerät einsetzen können, auch in den anderen Bauformen, also Slant-Top, Twin-Top, geht das natürlich auch. Okay. Und im Prinzip kann man formulieren als also bezeichnet als Geldwechsler. Nee, bloß nicht, weil eigentlich soll es ja dazu sein, dass der Spieler die Möglichkeit hat, auch mit größeren Scheinen zu spielen. Gegebenenfalls kann er natürlich wechseln. Wenn ich also einen 50-Euro-Schein reinwerfe, dann sagt der Gesetzgeber auch, dass wir davon wieder Geld auszahlen müssen. Es dürfen keine 50 Euro drin bleiben. Wir zahlen also 26 wieder aus und die 24, die drin bleiben, kann er zum Spielen benutzen. Und wenn er dann gewinnt, größere Summe, ich sage ja theoretisch 1000 Euro gewinnt, dann können wir die natürlich in Scheinen wunderbar auszahlen. Ich bedanke mich, Christian Sasse, für News on Tour von der IMA 2012 aus Düsseldorf.